Markus Casagrande fürchtet um seine Existenz, denn er ist Gastwirt in Frankfurt und seitdem direkt vor seinem Restaurant in der Stresemannallee eine neue Straßenbahnlinie gebaut wird, bleiben bei ihm die Kunden aus. Er versucht zwar, seinen Betrieb mit Kurzarbeit über Wasser zu halten, aber wie lange das noch gut geht, weiß er selber nicht. Wer hier nicht lang muss, macht um die Stresemannallee in diesem Jahr einen weiten Bogen. Seit Januar baut die Stadt Frankfurt zusammen mit der Verkehrsgesellschaft VGF hier die Straßenbahnlinie 17. Absperrungen, wechselnde Einbahnstraßenregelungen, Durchfahrtssperren, nicht nur für die Anwohner, auch für ansässige Gastronomen wie das italienische Restaurant Casanova eine Belastungsprobe. Leere Terrasse zur Mittagszeit. Um 40% ist Markus Casagrandes Umsatz mittlerweile durch die Großbaustelle zurückgegangen. 20 bis 30 Leute am Mittag, das war eigentlich schon normal gewesen und das ist jetzt komplett zusammengebrochen. Also insbesondere jetzt in der Sommerzeit ist es besonders schwierig mit der direkten Anbindung der Terrasse an die Baustelle. Sind die Leute natürlich, die kommen einmal, sehen das Problem, wenn es dann besonders laut und staubig ist und kommen dann auch erstmal nicht mehr wieder. Seit 38 Jahren besteht das Restaurant als Familienbetrieb. Auch Markus Casagrandes 77-jähriger Vater hilft regelmäßig mit. Gerade jetzt ist das besonders wichtig, denn den Umsatzeinbruch verkraftet das Lokal nur mit harten Einschnitten. Ja, die wichtigste und Hauptkonsequenz daraus ist, dass wir Kurzarbeit angemeldet haben, also dass wir unsere Mitarbeiter nur noch Teilzeit beschäftigen und dadurch eine gewisse Erleichterung, was unsere Kosten eben angeht, erfahren. Und das war eigentlich der wichtigste Schritt, der uns bislang noch von einer Insolvenz oder Schlimmeren bewahrt hat, ja. Rund 300 Meter weiter betreibt Peter Kotzur seit 18 Jahren den Imbiss Speisekammer. Bei ihm sind durch die Baustelle die Umsätze um rund 50% zurückgegangen. Nur noch Stammkunden verirren sich in seinen Laden. Es war immer so Frühstückgeschäft, wo wir belegte Brötchen viel verkauft haben, Kaffee to go und jetzt ist es fast weg. Aber so im Schnitt sind das tagtäglich 100, 150 Euro Verlust, wo ich jeden Tag drauflegen muss. Und das kann ich nicht mehr verkraften fast. Und meine Ersparnisse sind schon drauf. Existenzbedrohende Umsatzeinbrüche durch ein städtisches Großbauprojekt. Rund 19 Millionen Euro kostet der Frankfurter Straßenbahnbau. Doch Überbrückungshilfe für notleidende Gewerbetreibende gibt es nicht. Berlin zum Beispiel zahlt bis zu 25.000 Euro bei vergleichbaren, existenzgefährdenden Umsatzeinbußen, je nach Einzelfallprüfung. Nicht so die Bankenmetropole am Main. In der Tat, in Frankfurt gibt es keinen Entschädigungs- oder Notfonds, der für solche Fälle aufgelegt worden ist. Wir haben Ihnen letztlich kleinere Möglichkeiten angeboten, umsonst Werbung aufzustellen, Plakate im öffentlichen Straßenraum, wofür sonst auch gezahlt werden müsste, ob Sie möglicherweise auch Ihre Öffnungszeiten verlängern. Wir haben Ihnen angeboten und nehmen das zum Teil auch wahr, dass wir interne Baubesprechungen auch mit Besuchergruppen aus der Politik dann bei Ihnen oder von Ihnen versorgen lassen mit belegten Brötchen, mit Getränken. Das können wir Ihnen anbieten, aber das ist natürlich kein so großer Wurf. Und die weiteren beantragten Schilder hängen noch immer nicht, denn die dafür vorgesehene Stelle ist mittlerweile komplett abgesperrt. Die Zufahrt ist da gesperrt. Also da würde jetzt ein Schild hängen, das nach rechts zeigt und da kann man aber rechts nicht mehr abbiegen. Da ist alles mit Barken verschlossen, also da hat man keine Chance durchzukommen. Peter Kotzur hat schriftlich Entschädigung gefordert. Doch Verkehrsgesellschaft und Stadt lehnen ab und verweisen auf ein BGH-Urteil. Ein gesunder Betrieb müsse Umsatzrückgänge bereits vorher einkalkulieren und ausreichend Rücklagen bilden. Doch gebaut wird hier noch bis Mitte 2015. Insgesamt also 1,5 Jahre. Etwas lang, findet auch der Sohn der Familie. 1,5 Jahre zu überbrücken ist fast unmöglich. Ich weiß auch nicht, wie man auf die Idee kommt, sich so ein Polster anzulegen als Privatmann. Ich kann das kaum nachvollziehen. Ob die Speisekammer von Peter Kotzur so lange durchhält? Ungewiss. Er überlegt jetzt, seine Lebensversicherung zu verkaufen. Und im Casanova hofft Markus Casagrande, die schlimmste Bauphase mit der Kurzarbeitsregelung zu überstehen. Falls nicht, rollt die neue Frankfurter Straßenbahn vielleicht künftig an einem leerstehenden Restaurant vorbei.